Und damit hallo und herzlich willkommen zu etwas ganz Neuem. Und zwar, ja, ich weiß noch nicht, ob das ein Let's Play wird. Ich denke mal, dass es eher ein angespielt wird, weil ich weiß nicht, inwiefern mich das Ganze wirklich so mitreißen wird. Und zwar sind wir bei Northgard. Ja, dieses Spiel hat mich gleichzeitig angezogen und gleichzeitig abgestoßen, sozusagen. Es soll so ein bisschen ähnlich wie die Siedler sein, aber viel, 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 viel schwieriger. Schwieriger heißt zum einen, dass man viel weniger Platz hat zum Bauen, dass es viel schwieriger ist zu spielen, dass es extrem widrige Bedingungen gibt vom Wetter her und also von der ganzen Umwelt her sozusagen und extrem schwierige Gegner gibt. Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe mich breitschlagen lassen und wollte zumindest mal ein angespielt davon rausbringen. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Geschichtenmodus. I am Rig, son of the High King Hargurorf, and this is my saga. It all began one fateful day. My father had gathered all his jarls to make an announcement of the utmost importance. We were to embark for the wondrous lands of Northgard. Riches, conquest, and glory awaited us on this mysterious new continent. But the Norns had other plans for us. Dozens of armed men suddenly poured into the hall and put an abrupt end to our ambitions and to our lives. They were mercenaries led by a man named Hagen from the clan of the Raven. In a matter of minutes, we were all slaughtered like sheep. All but me, barely conscious and vastly outnumbered, I had no way to fight back, so I feigned death. I seethed as he stole the map of Northgard and ripped the regal horn from my father's throne, a family heirloom and the very symbol of our royalty. I had to avenge my father and reclaim my kinghood. Ja, Kapitel 1, Exodus. Okay. Wir sind in eine weit entfernte Region entkommen. Jetzt müssen wir ein Küstengebiet finden, um nach Northgard zu segeln. Bonusziele werden nach dem erstmaligen Abschluss des Kapitels enthüllt. Und wir können Schwierigkeitsgrad einstellen. Schade, dass es kein Leicht gibt. Ich starte das Ganze mal auf Normal, weil ich habe gehört, es soll auch schon auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe wahnsinnig schwer sein. Brand, der stolze und edle Bannerträger des Hirschclans, ist ein ergebener Mann, der sich nach einem Erdenkodex lebt und kämpft. Nichts ist ihm wichtiger als das Wohlergehen seiner Untergebenen. Er ist euch treu ergeben, so wie es seinem Vater, dem euren, war. Er wird euch helfen, Rache zu üben und Northgard zu erobern. Okay. I had no strength left when I encountered a group of runaways of the Stag Clan, led by a proud young man named Bran. Hagen's men had set his town aflame, and he had nothing left, not even his father, the clan's Jarl, who had died at the hands of the fiend, just like mine. Our common enemy had sailed for Northgard, over which he now had a map. All I could think about was finding him to avenge my father and retrieve the regal horn. Schön, euch wieder auf den Beinen zu sehen, Gebieter. Ich bin überrascht, wie schnell ihr genesen seid. Wut scheint ein ausgezeichnetes Heilmittel zu sein. Wir haben allerdings genug Zeit verschwendet und sollten schleunigst Hagens Verfolgung aufnehmen. Stimmt, die Zeit drängt. Wir haben unser Lager weit entfernt vom Feind aufgeschlagen, sitzen jedoch in einer unbekannten Provinz am Rande eures Königreiches fest. Ich werde mich ihres Vertrauens würdig erweisen. Zwar will ich mich schnell an diesen Abschaum rächen, doch ihr Überleben geht vor.
Das höre ich gern. Eure Besonnenheit ehrt euch. Zudem können wir uns nicht rächen, wenn wir vorher verhungern. Es gibt übrigens viele Mäuler zu stopfen, also lasst uns nach Nahrungsquellen suchen. Holz ist ebenfalls wichtig, als Heizstoff und als Baumaterial. Außerdem müssen wir den Kontinent verlassen, um nach Norfgard zu segeln. Um in See stechen zu können, müssen wir ein passendes Küstengebiet finden. Ihr habt verdammt recht. Ich schlage vor, ihr befehligt einigen Dorfbewohnern, ein Spählager zu errichten. Macht sie dann zu Spähern, damit sie die Region erkunden können. Okay, also wir sollen eigentlich die Küste erreichen. Erste Schritte, ihr befindet euch in einem sicheren, abgelegenen Gebiet. Das ist schon mal gut. Klickt auf Bauen, um ein Gebäude zu errichten. Okay. Gebiet. Euer Ziel hier besteht darin, die Grundbedürfnisse zum Überleben aus Clans zu decken. Nahrung, Holz und Häuser. Ja, klingt erstmal logisch. Macht Dorfbewohnern zu Spähern, damit sie die Region erkunden und euer Hoheitsgebiet durch die Besiedlung von nahen Gebieten erweitern können. Findet ein Küstengebiet, um eure Entdeckungsreise aufzubrechen. Um zu eurer. Naja, egal. Ach so, das kann man mit ASWD steuern. Okay. Auf jeden Fall scheinen wir ja alles da zu haben. Ja, bauen, das ist schön. Da steht bauen, okay. Holzfällerhütte, das dürfte erstmal auch wichtig sein. Aber er hatte schon gesagt, ein Speerlager ist sehr wichtig. Deswegen bauen wir das jetzt aber hier nicht so in die Bäume rein, weil die wollen wir natürlich auch noch... wenn wir jetzt hier... Wir können jetzt keine Jägerhütte oder sowas bauen, ne? Haus. Bietet... Mehr Clanmitgliedern Schutz und Unterkunft. Wäre sehr wichtig. Heilerhütte. Oh, hallo. Das Gebäude ist bereit. Okay, das ist sehr schön. Klickt, um einen Dorfbewohner auszuwählen. Zweimal klicken, wählt alle Einheiten. Ups, ich habe gerade zweimal geklickt. Bist du der Speer? Nee, du bist Brent. Okay. Du bist ein Dorfbewohner. Das ist gut. Du... Ja, wie auch immer. Bereich entwickeln. Ich habe dich jetzt, glaube ich, dahin gebracht, wenn ich das jetzt richtig sehe. Also ich hoffe es zumindest. So, wir werden jetzt erstmal ganz wichtig ein Holzfällerlage, wollte ich eigentlich da, eine Holzfällerhütte bauen. Bauen wir mal. Oh nein, jetzt haben wir, Mist, jetzt haben wir doch damit einen Baum abgeholzt. Das wollte ich nicht machen. Okay, also anscheinend haben wir immer noch keinen Speer. Ich verstehe es nicht so ganz. Alle untätige Dorfbewohner. Kann ich G drücken? Sind anscheinend alle untätig. Keine Ahnung. Ich habe den ja eben auch schon hier. Oder muss ich rechtsklicken? Ah, ich muss rechtsklicken. Okay, gut. Kleine Gameplayerin lernt. der Bau von Holzfällerhütte ist abgeschlossen. Das ist sehr schön. Ich habe jetzt nur gerade keinen... So, okay. Dann möchte ich gerne... Ah, nee, keine Holzfällerhütte. Ein Haus bauen. So. Kümmer du dich mal darum. Ah, okay. Jetzt sehen wir doch schon ein bisschen mehr. Noch sehen wir keine Gegner. Also ich habe gehört, dass es wahnsinnig viele Gegner gibt. Ich hätte vielleicht die Holzfällerhütte ein bisschen weiter nach rechts bauen sollen. Nee, nicht Befehl widerrufen. Kann man das nicht umbauen? Dass man das woanders hinbaut? Mist. Gut, das heißt, können wir jetzt... Oh, was ist denn das hier? Ertragreiches Land. Hier könnt ihr Felder anlegen und Bauern rekrutieren. Das ist schon mal gut. Ah, der Speer geht jetzt hier oben hin. Da sehe ich jetzt leider auch keine Tiere, weil mir wenn... Obwohl, hier sind Fische drin, ne? Da unten jetzt eher nicht. Können wir hier irgendwie eine Fischerhütte oder sowas bauen? Ausbildungslager wäre auch wichtig. Heilerhütte, Skaldenhütte. Jagdhütte. Erfordert Reh. Ja, wie erfordert Reh? Ach so, damit wir brauchen dann erstmal... Ah, verstehe, verstehe. Okay, Nahrungssilo, Felder. Macht Dorfbewohner zu Bauern. Das würde ich aber gerne machen. Da stand doch, dass das Land hier ertragreich ist. Die Frage ist jetzt, so, du hast ja gerade nichts zu tun. Kannst du hier nicht irgendwas machen? Nee, du kannst hier nichts machen anscheinend. Hm. Okay, also das ist jetzt ein bisschen blöd, weil es nicht erklärt ist. Ich würde mal sagen, dass wir hier... Aus. Ach, wir können ja noch gar nichts bauen.
Klickt auf das Gebiet und gebt Nahrung aus, um es zu besiedeln. Hä? Also, um euer Hoheitsgebiet zu erweitern, ist die Besiedelung. Ah, wild, sehr schön. Dafür brauchen wir jetzt allerdings wieder Krieger. Moment, ich baue erstmal hier ein kleines Militärhütchen hin. So. Ist die Besiedelung des neuen Gebiets mit Hilfe von Nahrung erforderlich? Klickt auf das Gebiet und gebt Nahrung aus, um es zu besiedeln. Ja, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Wie soll ich denn Nahrung ausgeben? Ach so, besiedelt. Ach so. Ah, okay. Man muss es ja erstmal. Ne? Also einfacher wäre es natürlich gewesen, wenn sie jetzt einfach gesagt hätten, so, ihr klickt jetzt da und da drauf und dann hat sich die Sache. Aber so geht's auch. Gut, das heißt, ich kann jetzt Felder hier drauf bauen. So. Perfekt. Gebieter, bei der Erkundung des Gebiets wurde eine verlassene Hütte entdeckt. Vielleicht sollten wir einen Späher beauftragen, sie zu untersuchen. Es könnte ihm ja gelingen, Ressourcen zu bergen. Da habt ihr recht. Ehe er die Ruine erkunden kann, müssen wir das Gebiet jedoch besiedeln. Okay, dann würde ich sagen, kann man das auch so anklicken? Können wir nicht, ne? Wir brauchen jetzt wahrscheinlich erstmal ein Gebiet dazwischen, sozusagen. Dann, ich weiß gar nicht, wie viel. Ach, da oben, okay. Dann besiedeln wir das Gebiet und dann besiedeln wir, würden wir gerne das Gebiet besiedeln. Ach so, es ist noch nicht fertig. Okay. Wir müssen erstmal einen Moment warten. Okay, perfekt. Dann das bitte noch. Ja. Sehr schön. Wie machen wir das denn? Können wir denn hier Speerlager? Mit Rechtsklick? Ne, können wir nicht. Benutzt eure Speer, um es zu erkunden. Ja, aber wo sind denn die Speer? Ach so, da ist einer. Okay, dann würde ich sagen, dass wir einen noch hier zuweisen. Zack. So, sehr schön. Du bist jetzt ein Speer und du untersuchst jetzt mal das Gebäude, ja? So, brav. Gut, wir müssen natürlich auch. Das weiß ich nicht. Was bist du denn hier? Du bist nur ein Dorfbewohner. Holzfällerhütte bräuchte eigentlich auch zwei Dorfbewohner. Das machen wir mal. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der die Häuser jetzt auch wieder reinbaut. Normalerweise doch schon, oder? Macht Dorfbewohnern zu Holzfällern, die in diesem Gebiet Holz schlagen können. Aber die bauen jetzt nichts auf? Holzfäller in diesem Gebiet erhalten einen Produktionsbonus von 20%. Das ist allerdings in der Tat doof. Okay, dann haben wir ein Nahrungssilo. Das sollten wir natürlich. Erfordert ein Gebiet mit natürlichen Nahrungsressourcen. Okay, gut. Dann machen wir das einfach mal hier rein. Ich weiß auch nicht, warum das hier immer noch nicht gebaut worden ist. Leute, ihr habt doch offensichtlich nichts zu tun. Warum baut ihr hier nicht? Ihr Pappenheimer. Ehrlich. Krieger. So. Bauen. Haben wir nicht sowas wie eine Fischerhütte? Heilerhütte, Skaldenhütte? Jagdhütte. Ja, gut. Jagdhütte können wir nur, wenn man da. Oh. Es wird kälter. Bald bricht der Winter ein. So ist es, mein Herr. Wir müssen damit rechnen, dass Nahrung knapper wird und unsere Leute mehr Feuerholz brauchen, um unsere Häuser warm zu halten. Unseren militärischen Einheiten wird die Kälte ebenfalls zusetzen. Das ist vielleicht nicht die beste Zeit zum Kämpfen. Ja, was soll ich dazu sagen? Wenn die Idioten hier nicht immer so nichtstuend rumlaufen würden, dann dürften die auch gerne mal hier. Haben die eigentlich. Ja, das ist. Nein, ach, bleibt da oben. Da kann man aber auch nicht sehen, in welchem Bereich der das macht. Oder der nimmt den ganzen Bereich, weil hier oben sind sie nämlich auch am Holzfällen. Okay, der Bau von Feldern ist abgeschlossen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, der ist direkt hier geblieben, oder wie? Auch nicht schlecht. Okay, also da dürfen zwei rein. Du, nee, du bist ein Bauer. Du bist ein Dorfbewohner.
So, du darfst auch gerne dich hier ums Essen kümmern. So, was natürlich wichtig ist, Holzfällerhütte, dass wir hier irgendwo auch eine reinbauen. So. Weil hier ist ganz, ganz viel Holz. Nein, 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 nein. Was machst du, dämlicher Speer? Denn du sollst doch gar nicht darum laufen. Oh, was macht er denn? Was macht er denn? Was macht er denn? Oh, lauf darüber, lauf darüber. Der stirbt doch, wenn er hier... Was ist das denn? Der ist da hinten am Gucken. Okay. Achtet ein bisschen auf die Wölfe, bitte. Wir brauchen mehr Häuser. Okay, kein Thema. Nein, lass dich nicht angreifen. Lass dich nicht entdecken. Oh, weil er kann ja nicht kämpfen da oben. Den lassen wir jetzt mal einfach da stehen. Okay, wir brauchen mehr Häuser. Das habe ich ja schon von Anfang an gesagt. Das ist kein Thema, hoffe ich zumindest. Wieso habe ich jetzt auf dem Ausbildungslager geklickt? Das wollte ich doch gar nicht. Nein, kein Speerlager. Mann. Haus. So. 5 von 5 Gebiet. Oh Gott. Okay. Das ist nämlich das, was auch schon gesagt worden ist. Also was man mir nahegelegt hat. Ich soll mich schnell ausbreiten. Das ist schön. Ist der hier gleich fertig? Ja. Gebieter, ein Speer hat ein Küstengebiet entdeckt, das für den Bau eines Hafens geeignet ist. Hervorragend. Wir sollten die Gebiete bis zu dieser Küste besiedeln, damit unsere Bauarbeiter sie erreichen und mit der Arbeit beginnen können. Aber natürlich, aber natürlich. Aber du sollst bitte nicht da zu dem... Oh, jetzt sind hier... Oh Gott, warum sind jetzt hier auf einmal so viele Wölfe? Ist das der Bau von denen? Oh oh. Du sollst eigentlich erstmal hier rumgehen und das da erkunden. Hä? Du sollst das erkunden. Hallo? Ach so, das ging nicht, weil wir das noch nicht beansprucht haben. Oder wie war das nochmal? Oh Gott, 120. Das ist aber nicht gerade wenig. Komm mal her. Komm her. Komm her. Ja, die sind gleich fertig. Komm her. So, jetzt inspizier mal das Gebäude. Vielleicht können wir da irgendetwas kriegen. Oh, 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 oh. Was ist denn hier passiert? Das ist schön. Der ist da noch am Inspizieren. Okay. Gut. Wie viele haben wir jetzt? Wir haben jetzt 11 von 16. Das heißt, eigentlich reicht es erst einmal. Aber... sag mal, ihr nutzlosen, untätigen Dorfbewohner. Ihr sollt hier die Gebäude erbauen, damit wir hier auch was machen können. Ich glaube, Takt. So, das Problem ist, wir brauchen auf jeden Fall Krieger. Hatten wir nicht hier unten irgendwo... Genau, da. Sammeln. Also ich denke mal, dass wir jetzt hier Dorfbewohner reinsetzen müssen. Genau, okay. Du bist auch untätig. Du bist auch untätig. Oh, was, wie, wo? Hilfe! Neues Jahr! Der wurde verletzt, der steht doch nur da rum. Er wurde aber trotzdem verletzt, okay. Herzlichen Glückwunsch, unser Clan ist bereit für ein neues Jahr. Ach, ich kann es auch verkleinern, sehe ich gerade. Und ich kann auch ranzoomen, sehr schön. Wobei natürlich der Übersicht halber ein bisschen weiter weg vielleicht besser ist. Okay, Kriegsmeute, das seid ihr. Geht mal da hoch. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist, was ich hier gerade mache. Aber wir müssen irgendwie gucken, dass wir diese blöden Viecher hier erledigen. Das Problem ist nur, dass sie ziemlich nah beieinander stehen, ne? Oh, oh! Hallo, hallo! Nimmt das den da unten? Der greift einfach einen Dorfbewohner an. Hilfe! So, und jetzt auf die anderen mit Gebrüll. Sehr schön. Genau. Und jetzt, ach so, ein Heiler. Jetzt weiß ich auch, wofür wir einen Heiler brauchen. Okay, dann hoffe ich... Das können wir aber nicht angreifen hier oben, ne? Das Problem ist halt... Ja, ja, Gesundheit. Heilerhütte. Wir brauchen auf jeden Fall eine Heilerhütte in der Nähe. Ach, hier darf man nur 3 Gebäude... Ach du Schande. Wie soll man denn hier irgendetwas
hinkriegen, wenn man hier nichts bauen kann. Ach du Schande. Okay, machen wir das hier hin. Das ist auch noch relativ nah. So, untätige Dorfbewohner. Davon haben wir ja mehr als genug. Ach, jetzt geht er dahin. Das ist schon mal gut. Okay. Na, wie schnell geht das? Errichtet ein Langschiff, Doc. Ja, das würde ich gerne machen. Aber ich muss erstmal gucken, dass ich die so weit am Leben erhalte. Ja, dass wir das eben schaffen hier. Ich meine, einmal überwintert haben wir ja schon mal. Das ist schon mal eine gute Sache. So, sehr schön. Du wirst jetzt Heiler. Kannst du dich auch selber heilen? Anscheinend ja, ne? Das ist gut. Das ist sehr gut. Moment. Kann ich den jetzt nicht heilen? Nee, ich will jetzt nicht, dass da neue Leute reingehen. Moment, wo ist denn noch so ein untätiger Typ hier, der hier rumlungert? So. Jetzt ist das doch voll, weil wir haben jetzt zwei Stück. Wenn ich euch jetzt... Gebäude ist voll. Nach hier schicke, werdet ihr dann geheilt? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich habe doch keine Ahnung, wie das mit dem Heilen geht. Okay, euch stelle ich mal dahin. Vielleicht kann der auch nur keinen anderen heilen. Weil er selber noch nicht geheilt ist. Nee, ich will keine Gruppe, Leute. So, Heiler. Der dürfte jetzt... Nö. Also keine Ahnung, was er jetzt hier geheilt hat. Ich weiß es nicht. Kann ich dich heilen? Heilst du ihn jetzt? Anscheinend nicht. Also ich verstehe es irgendwie überhaupt nicht mit dem Heilen. Keine Ahnung. Ist schade, dass das hier auch nicht so dargestellt wird. Also nicht so erklärt wird. Ach, wir haben gar keine Holzfällerhütte drin. Oh mein Gott. Ahoi, genau. Moment, dann haben wir hier noch einen. Zack, ihr geht da rein. Was können wir hier eigentlich machen? Nächster Dorfbewohner, nicht genug Platz. Ach, jetzt dürfen wir wieder Häuser bauen. Okay. So, hier ist schon alles voll. Und hier wird wahrscheinlich gleich alles voll sein, nehme ich mal an. Oje, oje. Okay, machen wir da jetzt erstmal noch was hin. Da wir wissen, dass sowieso keine Sau dahin geht, machst du mal eben das Gebäude. So. Der hat ja aber schon... Wow. Der hat hier wirklich schon viel gemacht, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Okay, gut. Ein Dorfbewohner wird jetzt nicht mehr ausgebildet. Warum werdet ihr nicht ausgebildet? War das alles? Okay, nehmen wir die Kriegermeute einfach mal mit. Die sterben sowieso. Also einer von denen wird sterben, das weiß ich. Ach, Moment, die sind jetzt geheilt. Ah, vielleicht muss ich die auch einfach nur in die Nähe da zu dem Heiler hinstellen oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, wir gehen jetzt erstmal auf dich los. In der Hoffnung, dass wir dich schon halb kaputt haben, bis die anderen kommen. So. Ja, perfekt, perfekt. Aber was kann man hier mitmachen? Wolfsbau. Hier werden so lange Wölfe generiert, bis ihr dieses Gebiet beansprucht. Ah, okay, dann besiedeln wir das doch mal eben ganz schnell. Also ich hoffe zumindest, dass wir das schnell besiedeln. So, mal gucken. Tada! Oh, wunderbar, wunderbar. So, jetzt muss ich mal schauen. Hierfür brauche ich 200. Das ist natürlich nicht gerade wenig, aber es ist ja unser Ziel, dass wir da hinkommen. Deswegen machen wir das jetzt auch mal. Was ist hiermit? Besiedelt dieses Haus und nutzt eure Speer, um es zu erkunden. Ja, habe ich doch schon gemacht. Ihr findet dort keine Ahnung was. Diese Hausruine wurde bereits besucht. Genau, meine ich doch. Okay, gut. Die Frage ist jetzt nur, haben wir denn hier wirklich nichts, dass wir hier ein Hütchen bauen können? Um Fische zu fangen, das wollte ich eigentlich fragen. Wo war das denn jetzt? Das haben wir beansprucht hier. So, Langschiff-Dock. Das können wir... Oder den, oder wie auch immer, können wir hier machen. Ich weiß ja nicht, wie viel Platz wir brauchen. Ei, ei, genau. Was läufst du denn hier einfach so, ohne was zu tun, rum? Du gehst jetzt mal da oben hin und baust was. So. Hütte haben wir. Wir haben sogar noch 4 Leute frei. Die Krieger stellen wir mal in die Nähe von dem Heiler.
Keine Ahnung, wo die Heiler jetzt eigentlich sind. Zwei Heiler. War da jetzt ein Heiler dabei? Nee. Das ist ein Krieger, meine ich doch. Wo sind die denn? Hallo? Ach, die laufen da einfach in der Gegend rum, oder was? Ja, super. Ach so, oder gehören die eventuell, soll man die mitnehmen? Das kann natürlich sein, weil die beeinflussen. Ah, ja, aber es kann natürlich auch sein, dass die Gegner dann auch direkt auf die Heiler losgehen. Das wäre natürlich blöd. Okay, das haben wir noch nicht besiedelt, weil wir sind ja hinten rumgegangen. Aber wegen dem Wild würde ich sagen, müssen wir das auf jeden Fall besiedeln. Da weiß ich nicht, ob uns. Ja, das. Hier ist doch. Da ist dann wahrscheinlich nur ein See oder so. Dieses Gebiet ist reich an Rehen. Dies ist ein großartiges Jagdgebiet. Ja, deswegen möchte ich auch gerne endlich mal eine. Hallo? Hallo? Endlich. Euren Anstrengungen ist es zu verdanken, was auch immer. Lichtet die Anker, stolze Wikinger. Wir sind bereit, nach Northgard zu segeln. Nein, ich wollte noch das Jagdgebiet machen. Euer Ende naht, Hagen. Ja, das hat mir jetzt nicht wirklich viel gebracht. Also ich wollte eigentlich noch das Jagdgebiet hier vorne machen, aber ich weiß zumindest dann schon mal, wie alles soweit funktioniert. Das ist schon mal gut. Im Moment habe ich noch ein bisschen Blut geleckt, deswegen würde ich sagen, dass ich auf jeden Fall noch eine weitere Folge aufnehme und ja, mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Bis zur nächsten Folge. Ciao!